Der Lake Huron ist der östlichste der großen Seen. Er dehnt sich wie ein Binnenmeer. Mitten darin die Insel des Großen Geistes, Heimat der Indianer, bevor die Engländer und Franzosen ihnen das Land streitig machten. Die größte Drehbrücke verbindet die Insel mit dem kanadischen Festland. Und eine Schleuse Kanada mit den USA. Am Ufer des Lake Michigan erhebt sich die größte Sanddüne Nordamerikas. Und 160 Meilen weiter südlich steht die einzige original holländische Windmühle der Vereinigten Staaten. An der Südspitze des großen Sees reihen sich dann die Türme Chicagos zu Bergen und Schluchten aus Stein und Beton. Unsere Reise beginnt im kleinen Fährhafen von Tobermory im kanadischen Ontario. Von hier startet die Fähre nach Manitoulin Island. Der indianische Name bedeutet Insel des großen Geistes. Der Lake Huron hat seinen Namen vom indianischen Stamm der Huronen. Es ist ein See wie ein Meer. Endlos spiegelt sich seine Wasserfläche. Die Route führt zunächst von Tobermory nach Mindemoya, dem Hauptort auf Manitoulin Island. Dann nördlich davon über das kanadische Festland bis zur Grenze zu den USA. Schon die ersten Trapper zogen an diesen Ufern entlang, bis sie nach Chicago kamen, damals eine indianische Siedlung, aus der später Chicago wurde. Die Fähre legt an in South Weymouth, im Süden der Insel. Manitoulin Island ist kaum bevölkert. Es gibt viele Farmen und immer noch viel Wald. Im Herzen der Insel liegt das Reservat der Chigang. Grant ist Indianer und Ingenieur. Er ist hier im Herzen der Insel aufgewachsen. Von diesem Felsplateau kann man ihr Territorium überblicken. Als unsere Vorfahren sich hier niedergelassen haben, war es dieses Gebiet, das wir West Bay oder in unserer Sprache Chigang nennen. Sie blieben, weil es hier Tiere zum Jagen im Überfluss gab, von denen sie leben konnten, auch genügend Fisch. Darum haben die Jagd und das Fischen immer zur Tradition unseres Volkes gehört. Später haben viele der Chigang die Insel verlassen. Aber viele kehrten auch wieder zurück, in das Gebiet, das für sie immer Heimat geblieben ist. Unser Reservat erstreckt sich ca. 4,5 mal 5 Meilen. Es beginnt südlich von hier, dann nach Westen entlang des Plateaus und dann wieder Richtung Norden entlang des Wassers. Es ist unser Zuhause. Wir sind hier aufgewachsen. Jeder von uns hat als Kind alle Büsche durchstreift. Wir waren draußen auf den großen Seen und auch auf den kleinen. Wir kennen alle Angelgebiete und für die, die zurückgekehrt sind, ist es wie eine Heimkehr. Auch Grant ist, wie viele andere, nach Manitoulin zurückgekehrt, um aus dem Reservat eine moderne Gemeinde zu machen. Bald leitete er technische Großprojekte und begann, eine zeitgemäße Infrastruktur aufzubauen. Dazu gehört auch die erste Windkraftanlage der Insel. Ich arbeite inzwischen seit 37 Jahren für mein Volk und war dabei immer für solche Projekte verantwortlich. Ich habe also unsere Gemeinschaft wachsen sehen, von kleinen Projekten zu Beginn bis zu den großen Projekten wie diesem hier. Die Windkraftanlage war für die Gemeinde eine große Investition. Die Technik wurde in Deutschland bestellt. Heute arbeitet die Anlage profitabel und versorgt nicht nur das Reservat auf Manitoulin mit Strom. Die Drehzahl liegt bei 4,1. Ich notiere das. Die Rotationsgeschwindigkeit liegt bei 7,4. Und ich kann das mit den Vorgaben abgleichen. Wir legen gut, alles läuft gut.
perfect. And then a good day. Ich bin 24 Stunden am Tag erreichbar. Wir bekommen per SMS Nachricht aus dem Hauptbüro in Deutschland, wenn es einen Stromausfall gibt. Und wenn ich nicht bei den Turbinen bin und es nicht hierher schaffe, dann veranlasse ich, dass andere kommen und sich um die Probleme kümmern. Für die Gemeinde der Qigeng bedeutete die Anlage eine wirkliche Herausforderung. Und für Grant ist sie viel mehr als nur ein gelungenes Projekt. Für ihn ist das auch ein Beweis dafür, dass die Indianer nicht nur Traditionen bewahren, sondern auch in der Welt von heute Dinge vorantreiben können. Wir hatten eine große Einweihungsfeier. Viele unserer Gemeindemitglieder waren gekommen und der Kinderchor hat ein Lied in unserer Sprache gesungen. Und während sie gesungen haben, haben wir die Turbinen eingeschaltet. Zwei kleine Mädchen standen direkt daneben. Und als die Schatten der Flügel den Boden berührten, sprangen sie darüber, als ob sie Seil springen würden. Das war ein schönes Erlebnis, zu sehen, wie diese Kinder eingebunden waren und dass sie so verstanden, was wir hier geleistet hatten. Nirgendwo auf Manitoulin ist man weit entfernt vom Wasser. Es gibt kleine Binnenseen und verzweigte Buchten, die alle in den großen Lake Huron münden. Die Insel war Teil des Festlandes. Die Erdevolution hat sie vor Urzeiten abgesprengt und in den See hinausgeschoben. Wir treffen Neil, der unterwegs ist zum Ufer des Lake Huron. Auch Neil gehört zum Stamm der Qigeng. Er lebt wie Grant im Reservat. Neil hat indianisches und irisches Blut in seinen Adern. Er ist der erfahrenste Fischer im Umkreis. Zusammen mit einem Freund fährt er hinaus auf den großen See. Sie passieren die Drehbrücke bei Little Current, die die Insel mit dem nördlichen Festland verbindet. Erst dahinter wird der See weit und offen. Neil will sehen, wie sich der Wetterumschwung der letzten Tage ausgewirkt hat. Man sieht hier Bündel von Pollen auf der Wasseroberfläche, wie kleine Klumpen oder Beutel. Die Wellen brechen die Klumpen auf und dann sinken diese Mikropartikel nach unten, circa 10 Fuß tief. Das drückt das Wasser ein und wir müssen darum tiefer fischen, viel tiefer. Neil hat Biologie studiert und stieg zum wichtigsten Ökoberater in Bezug auf den See auf. Denn nur die Indianer als Ureinwohner dürfen ganzjährig fischen. Deshalb kennt niemand den Zustand und das Gleichgewicht des Lake Huron besser als sie. Eine kleine Forelle, ein richtiger Winzling. Wir werden versuchen, ihn wiederzubeleben. Wir legen ihn in die Box mit Wasser. Manchmal, wenn man ihn so schnell hochzieht, kann man ihn nicht mehr retten, weil die Kiemen geplatzt sind. Also schauen wir mal, was passiert. Wenn nicht, haben wir ein kleines Abendessen. Neils Vater ist Ire, aber Neil trägt wie Grant den Nachnamen Tyberski. Alle Qigeng bekamen diesen Namen, als die Regierung sie für das Reservat registrierte. Ich bin auf Manitoulin geboren, was mich zu einem Haw-Eater macht. Es gibt hier diese Beere, genannt Haw-Beere. Deshalb nennt man dich Haw-Eater, wenn du wirklich auf der Insel geboren bist. Also, ich bin auf der Insel geboren, aber ich habe meine Universitätsabschlüsse woanders gemacht. Meinen Bachelor of Science habe ich von der McMaster in Hamilton, in Ontario. Ich habe dort Biologie im Hauptfach studiert. Danach habe ich einen Bachelor als Lehrer in Prag gemacht. Und danach reiste ich durch Europa. Wir Kanadier mögen es, in unserer Jugend durch Europa zu trampen. Dabei ist ein Fisch an. Er wehrt sich und zieht. Ich gebe ihm etwas mehr Leine. Still 123 feet. Okay, good, perfect. What's that? I'm gonna come out around that shallow water anyway. Okay. So that's a lake trout. That's a decent sized lake trout. Das hier ist eine wirklich anständige Forelle. Die wiegt wohl um die 5 Pfund. Yeah, he'll go 5 pounds.
Wahrscheinlich 4 Jahre alt. Ein recht ordentliches Exemplar. Wenn man verschiedene Fische oder verschieden große Fische einer Art fängt, bekommt man einen recht guten Eindruck vom Zustand des Fischbestandes. Wir können daraus schließen, wie gesund der Fischbestand hier ist. Dies hier ist wirklich einer der ältesten existierenden Gebirgszüge auf der Welt. Die Ausläufer von La Cloche, ungefähr 4 Milliarden Jahre alt. Wären wir in dieser Zeit, würden wir jetzt auf eine Gebirgskette so hoch wie die Himalayas schauen. Dies hier wäre wie eine Schlucht oder Kammer mit Felswänden, weit über 1000 Meter hoch, zu beiden Seiten. Und dann hat Mutter Erde über die letzten 4 Milliarden Jahre gearbeitet. Und die Wände sind abgebröckelt, bis zu dem, was man heute sieht. Immer noch ein wunderschöner Flecken von Ontario und Kanada. Neil und sein Freund Nano dürfen aus ihrem Wissen über den Artenreichtum und die Fanggründe im See kein Geschäft machen. Sie dürfen nicht verkaufen, was sie fangen. Das ist der Preis für ihr Privileg, wie ihre Vorfahren auf den See hinausgehen und fischen zu können, wann immer sie wollen. Neil und Nano haben einen ganzen Tag auf dem See verbracht. Sie fahren den langen Weg zurück über den Lake Huron bis nach Manitoulin Island. Am Abend kommen Freunde und die Familie auf Neils Grundstück zusammen, um gemeinsam zu grillen. Okay, let's give all these guys a quarter turn. Neils Kinder und auch die Kinder seines Bruders. Dazu seine Eltern. Alle wohnen entlang der Straße, die zum See führt. Es ist friedfertig und schön. Und einsam. Sunday morning sucking. The raindrops falling, I just love the sound they make. Tiny footsteps coming down the hallway just to see if we are both awake. Dee, are you up yet? We can't fall asleep. Can we crawl up in bed with you? Am nächsten Morgen fahren wir vom Land der Chigang in die kleine Stadt Little Current. Lange wurde hier Kohle gefördert und der Ort lebte gut davon. Um sie zu transportieren, wurde schon vor über 100 Jahren die Verbindung zum kanadischen Festland geschaffen. Eine Drehbrücke, die wendig und stabil zugleich sein musste. Herr über die alte Swing Bridge ist Gordon. Er ist Maschinenschlosser und verantwortlich dafür, dass die Brücke schwingt wie eh und je. Ich bin hier auf Manitoulin aufgewachsen. Die Insel gehört zu meinem Leben. Ich bin schon als Kind draußen auf dem See gewesen, seit ich schwimmen kann. Der See wird einfach Teil deines Lebens. Ohne See zu leben, kann ich mir nicht vorstellen. Jeden Morgen, wenn Gordon die Schicht antritt, beginnt er mit der Inspektion. Er wird alles kontrollieren, was funktionieren muss, damit die Brücke sich dreht, ohne zu rucken.
Gordon ölt und schraubt. Es ist wie eine Maniküre oder wie eine Morgenmassage. Leichtfüßig und elegant umkreist der schwere Mann seine eiserne Lady. Hier liegt der Hauptantrieb, der die Brücke dreht. Das fängt da drüben an und geht 90 Grad weit. Früher einmal konnte man die Brücke sogar um 360 Grad drehen. Aber als man dann vom Dampfantrieb zu einem elektrischen gewechselt ist, hat man wegen der Kabel den Drehwinkel auf 90 Grad verkürzt. Würden wir sie nur einmal wöchentlich checken, würden wir Probleme bekommen. Es ist so wichtig, immer alle Bestandteile einzufetten, alle Gelenke und alle Zahnräder. Ohne diese liebevolle Pflege würde die Brücke nicht überleben. Sobald Schiffe und Boote auf die Passage warten, steigt Gordon in sein Führerhaus. Er unterbricht dann den Autoverkehr zur vollen Stunde und dreht seine Brücke. Wir haben gerade den Autoverkehr gestoppt und schalten dort alle Ampeln auf Rot. Dann lassen wir die Schranken runter, damit die Leute wissen, dass die Brücke anfängt zu schwingen. Die Brücke beginnt sich zu drehen. Mit einer Spannweite von 112 Metern. Und sie schwingt, ohne zu rucken. Gordon würde sagen, wie eine alte Lady, die das Tanzbein schwingt. Alles fließt, die Bewegung gut geölt. Die Drehbewegung ist eigentlich Routine für jemanden, der sie täglich kontrolliert. Trotzdem ist Gordon sichtlich stolz darauf, wie ausbalanciert die Bewegungen ablaufen. Von jedem der Swings fertigt Gordon ein Protokoll. Er führt Tagebuch über den Zustand seiner Lady. Jeden Tag. Denn jeden Tag rollt hier der Verkehr. Vom Personenwagen bis zu den Monster-Trucks. Bis es Winter wird und diese Seeenge zufriert. Hey, Ron. Hey, bud. How are things? Okay. Only the second swing today. Gegen Mittag kommt dann die Ablösung. Es ist nichts Auffälliges vorgefallen. Und Gordon nimmt Abschied von seiner eisernen Lady. Wie an jedem Tag. Gordon geht zu Fuß zurück nach Little Current. Und wir reisen in entgegengesetzter Richtung über seine Swing Bridge hinüber auf das kanadische Festland. Von Little Current sind es etwa 300 Kilometer bis zu der Stelle, wo sich zwei der großen Seen treffen: der Lake Huron und der Lake Superior. Die Landschaft wird erst felsiger. Dann wird sie weiter, mit Wäldern auf beiden Seiten der Interstate. Bald dominieren Felder, dazwischen kleine Ortschaften, unter einem endlos weiten Himmel. Endlich erreichen wir die Brücke, die das Zusammentreffen von Lake Huron und Lake Superior überspannt. Gleich dahinter liegt Sault Ste. Marie. Es gibt zwei Orte dieses Namens. Einen auf der kanadischen und einen auf der amerikanischen Seite. Die Schleuse liegt bereits in den USA. Sie ist militärisches Sperrgebiet. Kevin Sprague ist hier der leitende Offizier.
Er überwacht die Arbeiten, er leitet die Teams. Die Schleusen von Sault Ste. Marie sind das Nadelöhr für einen wichtigen Teil des Schiffsverkehrs auf den großen Seen. Und es ist viel Betrieb hier, wo es vom Lake Huron nach Westen in den Lake Superior geht. Wir fluten jetzt die Schleusenkammern. Das dauert etwa 15 Minuten. Danach öffnen wir die oberen Tore und weg sind sie. Um die 10.000 Schiffe im Jahr müssen durch dieses Nadelöhr. Das sind oft mehr als 40 pro Tag. Denn in den harten Wintermonaten wird auch hier der Betrieb eingestellt. Es ist wirklich eine wichtige Arbeit, denn wir gewährleisten die Durchfahrt für die Schiffe. Alles dreht sich darum. Das hier ist eine der wichtigsten Passagen innerhalb der großen Seen. Zusammen mit der Ingenieurin Joanne Gray kümmert sich Kevin um die Anlage. Sie betreten die unterirdischen Gänge der Schleuse. Alles ist durch Stahltüren gesichert. Dahinter die hydraulischen Pumpen, die den Betrieb gewährleisten. Dass sie direkt unter den Schleusenkammern liegen, hat auch militärische Gründe. So kann man das technische Herz der Anlage nicht direkt treffen. That's right. Yep. 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 So. Einmal im Monat machen wir eine Komplettinspektion, um sicherzustellen, dass alles gut geölt und in einem sicheren Zustand ist. Ich empfinde die Arbeit wie eine Berufung. Was wir hier tun, ist wichtig. Der Einsatz von Kompressoren beispielsweise hat verändert, wie wir die Schiffe hier durchschleusen. Das dauerte vorher bis zu 4 Stunden pro Schiff. Jetzt sind es nur noch 45 Minuten. Es ist wirklich wichtig, was wir hier machen. Ich habe mein ganzes Leben an den großen Seen verbracht und arbeite hier schon seit 24 Jahren. Der beste Job, den ich mir wünschen kann. Kevin hat den Ort und den Lake Michigan nicht oft verlassen. Ab und zu aber ist auch er in die Ferne gereist. Dann hat er andere große Schleusen in der Welt besucht, um danach zurückzukehren. Hierher, wo sich alles berührt. Die großen Länder und die großen Seen. Wer von hier nach Norden schaut, sieht Kanada. Wer nach Osten schaut, auch. Und wer nach Westen schaut, immer noch. Trotzdem ist man in den Vereinigten Staaten. Und man sieht von hier den Schiffsverkehr, die Schienen und den Highway. Die Einkaufsstraße von Sault Ste. Marie verläuft parallel zu den Schleusen. Sie dominieren den ganzen Ort. Selbst das Restaurant gegenüber hat die Form eines Schiffsbugs. Alle in Sault Ste. Marie leben mit den Schleusen. Auch die Gespräche drehen sich zumeist um sie. Als ich den Job vor 25 Jahren angefangen habe, gab es da nicht viele Frauen. Aber heute habe ich 5 Frauen und 6 Männer in meinem Team. Das gleicht sich an. Lange galt es als eine Männerarbeit, aber nur, weil sich die Frauen dagegen entschieden haben. Denn wir können es genauso gut. Wir verlassen Sault Ste. Marie, bleiben aber in den USA, im Bundesstaat Michigan und folgen der Interstate 75. Dann erreichen wir die gewaltige Mackinac Bridge, die das Zusammentreffen von Lake Huron mit dem Lake Michigan in mehr als 100 Metern Höhe überspannt. Von nun an begleiten wir den Lake Michigan entlang seiner Ufer. Über 500 Meilen sind es noch bis zu unserem Ziel, der Megacity Chicago. Es mehren sich die kleinen Orte an den Ufern des Sees. Es ist eine Urlaubsgegend. Kanadier und Amerikaner kommen im Sommer hierher, so wie andere ans Meer reisen. Die Attraktion entlang des Ostufers sind die bis zu 300 Meter hohen, von der Eiszeit aufgetürmten Sanddünen.
Die größten von ihnen tragen einen indianischen Namen, die Sleeping Bear Dunes, die Dünen des schlafenden Bären. Die Menschen kommen vor allem am Abend hierher, wenn die Sonne sich der endlosen Wasserfläche nähert. Nur der Wind ist dann zu hören und man ist allein mit sich und dem See. Empire, Weltreich, heißt der Ort nahe der größten Düne. Ein Ort, der seinen kolonialen Ursprung und seine britischen Einflüsse nicht verbergen will. Ella ist hier geboren. Sie studiert an einer Universität auf der anderen Seite des Lake Michigan. Nachhaltigkeit und Umwelt. In den Sommermonaten kommt sie zurück und übernimmt zusammen mit ihren Schwestern den Laden der Familie. She went to put shorts on. Yeah. It's getting warm. Yeah, we just made an order on them too. Got some cool colors. Got like an olive green. My parents have always. Meine Eltern haben uns schon früh in die Geschäfte mit einbezogen. Sie haben dafür gesorgt, dass wir Aufgaben übernahmen und also sehr jung anfingen. Yeah, just started us really young. So I think it's come really natural. Darum war es mehr oder weniger selbstverständlich für uns beide, mit dem Laden hier aufzuwachsen. It's difficult to have Es ist nicht immer einfach für eine Familie ein Geschäft zu betreiben, denn man arbeitet andauernd. Man hat nie wirklich Zeit für etwas ganz anderes. Aber ich denke, als Team sind wir wirklich gut. Es ist ja nicht notwendig, dass nur einer die Last auf seinen Schultern hat. Ich arbeite hier, seit ich so klein war. Ich kann mich erinnern, ich konnte nicht über die Theke gucken. Aber inzwischen habe ich eine größere Rolle. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Verkauf funktioniert. Aber wir sind auch ein Verleih und bieten Unterrichtsstunden an. Und ich habe ein Camp gegründet. Denn wir haben viele Touristen, die in die Stadt kommen und nach Stand-Up-Boards und Fahrrädern und Surfbrettern und Surfstunden verlangen. Und ich statte sie mit all dem aus. Es ist Mittag in Empire. Der Wind flaut ab. Auf diesem See hat Ella bei allen möglichen Wettern das Surfen gelernt. Längst nimmt sie an Wettkämpfen teil. Im Sommer unterrichtet sie Surfschüler, die hier Ferien machen. Das Wichtigste beim Surfen ist das Lesen der Welle und der Energie der Welle. Darum reden wir viel über Wellenformen und versuchen herauszufinden, welche die beste ist. Insofern, ja, man muss wirklich eine Verbindung dazu haben und spüren, wie sich das Wasser bewegt und wie der Wind auf das Wasser wirkt. Nie würde Ella den Ort Empire und seine Dünen gegen eine Großstadt eintauschen. Hier sind ihre Wurzeln. Sie will nicht weg in die große Welt, auch nicht nach Chicago. Sie will nach dem Studium wieder zurück hierher und mit ihrem Talent und ihrem Wissen ein eigenes Unternehmen aufbauen. Zuzuschauen, wie die Sonne ganz untergeht, ist für mich die beste Meditation. Es ist wie ein Statement. Man kann sich seinen Gedanken hingeben, was unglaublich ist. Dann können die Gedanken fließen. Und das ist wunderschön.
No, I'm just kidding. Vom englischen Empire über Frankfurt sind es etwa 160 Meilen nach Holland. All diese Namen weisen auf die Herkunft der ersten Siedler hin, die sich einst am Ufer des Sees niederließen. Die Stadt Holland verdankt heute ihren Wohlstand einer Universität, die Campus und Wohngebiet einschließt. Und Holland besitzt die einzige holländische Windmühle in den Vereinigten Staaten. Die Stadtväter kauften die Originalmühle aus dem 18. Jahrhundert in den Niederlanden, ließen sie zerlegen, dann per Schiff in die USA transportieren und hier wieder zusammenbauen. Auch Elisa Crawford ist am Lake Michigan aufgewachsen. Sie ist die erste und einzige amerikanische Müllerin mit einem Handwerksdiplom. Wir arbeiten hier mit einer sehr alten Technik und tatsächlich lernen wir von ihr viel über die Geschichte. Aber es ist vor allem eine Arbeitshilfe. Sie soll funktionieren, um Mehl für unser tägliches Brot zu mahlen. Und glücklicherweise funktioniert sie tatsächlich immer noch, auch heute. Der Wind überträgt seine Kraft auf die Räder, die die Mahlsteine antreiben. Die drehen sich nicht immer gleich schnell, sondern folgen dem Rhythmus des Windes. Damit umzugehen, ist altes Handwerk. Das Mehl geht an die Bäckereien der Stadt. Der Wind, der sich nie gleicht, soll ihm etwas geben, was den anderen fehlt. Elisa glaubt fest daran. Es geht um den Herzschlag der Mühle. Man muss darauf achten, auf seinen Rhythmus, denn dann wissen wir, ob er gesund ist oder krank, ob wir langsamer werden müssen oder schneller. Das beeinflusst den Geschmack des Mehls. Alles muss in Harmonie sein. Man kann es mit Musik vergleichen. Und ich, als die Müllerin, muss die Musik meiner Mühle kennen. Wenn es also einen falschen Ton gibt, dann weiß man, dass etwas nicht stimmt. Man hört es einfach, man fühlt es, man sieht es. Ich zähle die Umdrehungen der Radflügel, die an meinem Fenster vorbeikommen. Damit habe ich die Geschwindigkeit meiner Antriebskraft. Und die übersetze ich dann in die Rotation des Mühlsteins. Und dann weiß ich, wie schnell ich mahle. Das ist sehr wichtig. Als die Stadt die Stelle einer Müllerin ausschrieb, bewarb sich Elisa. Dann ging sie nach Holland und machte eine Lehre in einer Windmühle. Das war die Bedingung für den Job. Danach kehrte sie zurück, aus den Niederlanden nach Holland in Michigan, USA. Ich denke, ich habe diese Mühle gesucht. Und das Handwerk hat mich gefunden, als ich noch sehr jung war. Ich war gerade mal 17 Jahre alt, als ich angefangen habe. Ich habe großes Glück gehabt, meine Leidenschaft bereits so früh gefunden zu haben. Einen Teil des im Umland gekauften Getreides gibt Elisa weiter an eine Schnapsbrennerei. Auch ihr Getreide soll, so wie guter Wein oder gutes Fleisch, eine Geschichte haben. Es kommt aus traditioneller Landwirtschaft. Es ist ein individuelles und kein industrielles Produkt. Good, you too. Where would you like it? The pellet, please. Okay, great. Seit 2012 arbeiten Walter Catton und Elisa zusammen. Walter wandelte damals eine ehemalige Ziegelfabrik am Rande von Holland in die Schnapsbrennerei Coppercraft Distillery um.
In seinen Kupferkesseln brennt er Gin, Wodka und holländischen Geneva, die dann in Eichenfässern reifen. Jedes Fass ist irgendwie einzigartig und hat seine eigenen Charakteristika. Also enthält jedes Fass nicht nur unterschiedliche Geschichten darüber, was darin ist, sondern auch von denen, die die Zutaten geliefert haben. Es geht wie bei teurem Wein um die Nuancen, die den Unterschied ausmachen, sagt Walter. Auch beim Schnaps spreche man vom Terroir, von der Eigenheit der Region und der Zutaten. Eines unserer außergewöhnlichen Produkte nennen wir Applejack. Das ist ein Brand, der aus 32 Apfelsorten besteht, die alle hier in Michigan wachsen. Und der reift dann in Bourbonfässern. Und daraus entsteht eine sehr einzigartige Kombination von Aromen. Meilen sind es von Holland nach Chicago, einst die erste Großstadt der Vereinigten Staaten. Und neben New York bald der große Schmelztiegel der Kulturen. Es kamen zuerst Polen und Deutsche, die in den Schlachthöfen arbeiteten. Dann Italiener und Griechen. Und viele weitere Einwanderer ließen sich in den wachsenden Vierteln um die neue City herum nieder. Und es kamen viele Afroamerikaner, die dem rassistischen Süden der USA den Rücken kehrten. Sie brachten die Musik der Südstaaten mit und machten Chicago zur Welthauptstadt des Blues. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs Chicago schneller als New York. Hunderttausende strömten in die Stadt. Die Stadt wuchs daraufhin in die Höhe und der Wolkenkratzer wurde hier erfunden. Dann die schnellste Metrolinie, die sich auf Stelzen durch das Hochhausgebirge schlängelt. Unter der Hochbahn windet sich der Chicago River. Jener Fluss, auf dem zuvor die Indianer an den großen See gelangt waren. Es ist heute eine Megacity mit Seeküste. Im Sommer zieht es alle an den Strand, an die lange Uferpromenade des Lake Michigan. In Sichtweite der City und nicht weit vom See trainiert die Mannschaft von Chicago Steam. Die Spieler kommen aus den Problemvierteln der Stadt. André spielt Basketball, seit er klein war. Jetzt hat er einen Bürojob und kommt darum als Letzter zum Training. Die Dehnübungen sind anstrengend, aber notwendig, bevor man anfängt zu spielen. So bereitet man seinen Körper vor. Die Vorbereitung ist zwar nicht alles, aber sie macht wenigstens zur Hälfte den Körper fit. Einige Spieler des Team haben es als Profis bis nach Europa geschafft. Sie sind längst ihrem Viertel entkommen und schwören bis heute auf Disziplin, Willenskraft und Teamgeist. Mein Team besteht aus diesen Jungs hier. Keiner hier kommt aus wohlhabenden Vierteln. Das schweißt uns zusammen. Wir sind alle füreinander da
und beschützen uns gegenseitig. Step, don't hold. Reach, step, keep both feet on the ground. See, my shoulders are turning. One side is gonna be harder than the other side. The rotation is different. Come on, I got you, go on. Right. Oh, shit. Step out. You tight down here. Fatigue situation, so that. Sie spüren ihre körperliche Verfassung. Sie verstehen ihre Körper, damit sie sich nicht verletzen. Das ist das Wichtigste. Hier in Chicago kann man in so viele schlechte Dinge geraten. Auf der Straße sind so viele böse Leute. Je mehr man sich davon fernhält, desto eher ist man erfolgreich. Ich spiele, seit ich 6 bin. Man trainiert und wiederholt. Und nach 20 Jahren sollte man dann gut darin sein. Die Chicago Steam sind keine Legende wie die Chicago Bulls, die ihre Stadt zur Welthauptstadt des Basketball machten. Aber der Sport war und ist für viele Jugendliche aus armen Verhältnissen die Chance, in der Gesellschaft aufzusteigen. Wir arbeiten heute vor allem an unserer beruflichen Zukunft. Danach kommt Basketball. Wir lieben es immer noch. Es hilft uns, gesund zu bleiben. Er trainiert viel mehr als ich zurzeit. Er versucht, mich fit zu halten, wenn er mich zum Training zwingt. Ich bin besser darin, nur zu arbeiten. Es ist alles ein Kampf. Ich passe auf ihn auf. Ich kann wegen meiner Verletzung gerade nicht spielen. Also schaue ich ihm zu. Überall im Land finden die Ligaspiele der Chicago Steam an den Wochenenden statt. André war die letzten Jahre über der beste Spieler seines Teams. Er dirigiert die anderen. Doch er hat sich entschieden, Schritt für Schritt Abschied von seinen Freunden zu nehmen. Er geht aus, mit seiner Freundin und seinen Eltern. Er wechselte zu einem größeren Unternehmen, will aufsteigen. Wie alle, die Chicago als eine großartige Chance sehen. Chicago, the Windy City. Die Stadt, durch deren Schluchten der Wind vom Lake Michigan weht. Die erste moderne Großstadt der Welt. Die größte Stadt an einem See. Wenn es Abend wird, kehren viele vom Strand in die Geborgenheit der Hochhausschluchten zurück. Und aus den Kellern und Bars der Stadt dringt der fiebrige Rhythmus des Blues.